glaube, der Text muss noch mehr, ja, noch viel ja. deutlicher, weil sonst ja. verstehen das nicht. Ja. Und das auch mit dem Auflassen. Ja, alles ist und dann geht alles. Ja. Also ich finde auch, dieses, das, wo Refrain 3 steht, da muss nochmal so ein Crescendo hin. Ja, und da muss, weil die Zeit unseres Lebens, da muss richtiger Höhepunkt sein. Die Liebe. Zeit unseres Lebens. Oh Gott, ich weiß, ich muss heulen, weil... wir proben was für den Abschiedsabend, also den Abschlussabend so, aber für uns ist es irgendwie der Abschiedsabend, weil wir nämlich alle den Chor verlassen und deswegen singen wir ein ganz trauriges Lied, in dem wir uns verabschieden vom Chor. Wir versuchen ganz doll zu lächeln, damit wir nicht, damit wir nicht in Tränen ausbrechen. Ja, ja. Das ist schon nicht zu Ende. Ja, dann lass uns das jetzt singen. Geht alles wie immer seinen Gang. Die lachen Töne stören den sonst so geliebten Gang. Das war vielleicht die beste Zeit, die Zeit meines Lebens. Doch jetzt ist es für mich so weit. Du, ja, Franz Wegen ist irgendwie immer schon da gewesen und auch immer wichtig gewesen und ist ja meistens am Ende der Sommerferien, immer bevor die Schule wieder losgeht. Und ja, es ist irgendwie eine ganz besondere, spezielle Atmosphäre hier in diesem alten Kloster. Alle sind mal zusammen. Es gibt so ein bisschen das Gefühl von so einem ja, Mädchenchor-Internat irgendwie mal. Da wachsen eigentlich auch die ganzen Jüngeren dann in den Chor rein. Also das ist also so die Woche, wo dann alle dann, wenn man plötzlich dann alle Namen kann und dann irgendwie so, denkt, so ich bin ein Teil dieses Chores und irgendwie fühlt man sich danach immer viel wohler. Ja. Also auch wenn es hier irgendwie 100 Mädchen gibt oder, naja, ist ja der Mädchenchor, aber Zickenkrieg gibt es eigentlich wirklich selten. Also ja. Man kann generell sagen, die Gemeinschaft im Chor ist so gut, weil sich jeder mit jedem richtig gut versteht und weil es zwar schon dann so Freundesgruppen gibt, die dann was zusammen machen, aber trotzdem jeder noch mit jedem anderen sich irgendwie gut verstehen kann und klar streitet der ein oder andere sich mal, aber ich denke, das hält nie lange an. Es gibt keine Feindschaften oder sonstiges. Es ist ich glaube, da liegt es auch gerade daran, dass eben keine Jungs dabei sind, denke ich mir manchmal, dass es irgendwie deswegen auch gerade eine Gemeinschaft gibt, aber ist irgendwie so, ja. Gut, dann Mozart. Gloria, bitte. Laudamus, einen Takt voraus. Und. Psst, das gefällt mir schon sehr gut, bis auf Kleinigkeiten. T darf nicht eng werden, ne? Und also muss offen bleiben einerseits, aber auch wichtig, ne? Wen loben wir? Dich. Wen beten wir an? Dich. Und was mir nicht so gut gefällt, ist Adoramus te. Das hängt immer wieder damit zusammen, dass man diesen Ausdruck Adoramus, diesen Gebetsausdruck, wie ich finde, dass man den mit weichem A und langem A singen muss, ohne Akzent. Das fällt uns schwer. Ja? Es sind zwei Viertel, aber die sind unterschiedlich lang. Auf geht's, Adoramus, vorbereiten. Gut, und könnt ihr mal auch noch von der Dynamik her stufen. Also nehmt doch Laudamus Te in einem gesunden Forte, so wie es kommt. Aber ein freundliches Forte muss es sein, ne? Kein herrisches Forte. Schwingt euch rein mit mir, guckt nicht so böse. Komm, nicht erlahmen. Üben heißt wiederholen, wiederholen heißt üben und...
So, und jetzt dürft ihr nicht ängstlich gucken, sondern überlegen. Sehr selbstbewusst, kommt. Nochmal nur den ersten Takt Ahahamen ohne Kehlmuskulatur. Ja? Da höre ich Schafe. Ahaha! So was höre ich statt. Okay. Ja, genau. 1, 2, 3. Das müsst ihr euch bitte noch reinschreiben. Dann machen wir Pause. Sollen wir dann wieder um 2 kommen fürs Schlafen? Lass mich kurz überlegen. Ja, am besten. Frau Schruffe ist echt Seele und Gehirn des Chores und hält das alles zusammen. Und ohne sie wäre der Chor nicht das, was er heute ist, definitiv. Sie ist sowohl die Strenge, vor der man, wenn man 11 war, so Respekt hatte. Und man einfach, sie war so der Wow-Mensch. Und das ist sie auch vielleicht nach wie vor. Sie ist ein großes Vorbild, glaube ich, auch für uns alle unbewusst geworden während der Zeit. Aber je älter man wird, desto öfter dann vielleicht auch mal jemand, mit dem man dann, wenn es sich ergab, über irgendwas anderes sprechen konnte. Und das ist, also es ist, glaube ich, ein Verhältnis, was man zu keinem anderen Menschen so hat. Je älter man wird, desto mehr ist, also kennt man sie natürlich auch. Und dann, also nicht, dass ich jetzt keinen Respekt mehr vor ihr habe, aber es ist schon, hat sich auf jeden Fall schon aufgelockert und ja, auf jeden Fall ein gutes Verhältnis. Aber es wäre so komisch, sie zu duzen. Also ja, ich könnte das in meinem Leben nicht. Ja, aber das ist trotzdem kein unangenehmes Siezen, wo man denkt, wie zu einer Lehrerin oder so, sondern eigentlich gehört das schon so dazu. Und in unserer Freizeit sprechen wir eigentlich auch nicht unbedingt jetzt über Frau Schröpfel. Das ist die Goodie. Ja. Den Mädchenchor Hannover gibt es seit 1952 und seit 1999 habe ich ihn in alleiniger Verantwortung übernommen. Ich selber empfinde mich so, dass ich natürlich in den Proben fordere. Ja? Fordere, aber auch gleichzeitig fördere. Und natürlich ist in den Proben oft eben eine sehr konzentrierte Atmosphäre, würde ich es mehr bezeichnen, und die möchte ich auch. Und trotzdem lässt man natürlich locker und versucht auch humorvoll und freundlich damit umzugehen. Gelingt einem vielleicht nicht immer, aber ich glaube schon, dass es mir meistens gelingt. Hier muss man echt ambitioniert ranklotzen und manchmal ist halt auch vor Konzerten ganz lange viel Probe. Zum Beispiel, wenn man noch ein Orchester dazu hat. Und dann kann das halt schon mal ziemlich anstrengend sein. Eine gesunde Stimme braucht mindestens 8 Stunden Schlaf. Was ist hier in Frenzwegen die Devise? Wir haben ja dieses System, dass die älteren Mädchen die jüngeren reinführen in die Chorgemeinschaft und die älteren betreuen dann die Zimmer der jüngeren und sorgen auch dafür, dass die rechtzeitig das Licht ausmachen und halt einfach schlafen können. Man kann halt gute Nachtpost bekommen. Und das kann man dann halt einwerfen, in welches Zimmer das soll. Ja, und dann hat man halt noch abends eine schöne Botschaft. Zum Beispiel von Victoria, liebe Isolde, ich wünsche dir eine gute Nacht zum Beispiel. Oder hier noch eine von Maria. Schlaf gut, meine liebe Isolde, alles Liebe, deine Chormama. Thank you.
Okay. Jetzt. Hallo. Hallo, wie heißt du denn? Sophie. Okay, Sophie, wie alt bist du? Mhm. Da auf der Bühne steht ein Mikro. Und ihr stellt euch am besten so in einer Reihe vor das Mikrofon. Nicht das Mikrofon in den Mund nehmen, nicht reinbeißen. Helene ist gerade 9 geworden und Sophia wird im Dezember 10. Ihr singt uns erstmal euer Lieblingslied vor. Ne? Wer fängt an? Juliana, fängst du an? Nee? Anna, du vielleicht? Dann bleibst ja nur noch du. Was singst du, Edelin? Klingeläckchen, klingelingeling. Ah, schön. Das Wichtigste ist, dass sie die Stimme gesund klingt und, wie wir immer sagen, so funktionsfähig ist. Können Sie die Töne auch nachsingen, die vorgespielt werden am Klavier? Und welchen Stimmumfang haben die Kinder auch? Können sie sehr tief singen, können sie sehr hoch singen? Klingt die Stimme überall schön? Oder gibt es da so Übergangsstellen, wo es vielleicht ein bisschen brüchig ist oder so? Natürlich beobachten wir auch sofort den Typ, der da steht. Und das ist ja auch oft sehr, sehr wichtig. Weil wir wissen, dass man mit bestimmten Kindern, wenn die also schon temperamentvoll kommen und auch mit einem gewissen Selbstbewusstsein da stehen, mit denen wird es in der Regel sehr viel einfacher sein, zu arbeiten. Okay, fang einfach an. Und einer ruft es dem anderen zu, der Morgen sagt es der Abendruh. Die Sonne ruft es dem Abendstern, der Herr ist Gott, Gott ist der Herr. Klingeläckchen, klingelingeling, Klingeläckchen, kling. So weit gekommen und so viel gesehen, so viel passiert, was wir nicht verstehen. A, B, C, easy as 1, 2, 3, as simple as do, re, mi, A, B, C. Genau, gut. Ich glaube, ich kriege das nicht so gut hin. Ich gebe dir jetzt mal einen anderen Anfangston. Fang mal von hier aus an. Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Gott hat mir längst. Und das wolltest du aber ganz laut singen. Jetzt gebe ich dir noch höher. Fang mal hier an. Es war eine Mutter, die hatte 4 Kinder. Noch lauter. Den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter. Wir hören, dass das noch viel lauter geht. Probier noch mal. Ich traue mich aber nicht. Ja, genau, das merkt man. Du traust dich nicht so richtig. Aber pack mal zu, warum nicht? Du bist bei Gott aufgehoben. Prima, das klingt sehr schön, Mara. Weil weißt du, wenn du so laut singst, dann kann man hören, dass die Stimme da unten ganz viel Kraft hat, ganz viel. Okay, du kriegst einen Brief von uns. Da steht's drin, ob wir dich aufgenommen haben und wie es dann weitergeht. Okay? Mhm. Tschüss. Tschüss. Also ja, die Stimme ist wirklich sehr schön. Die Stimme ist sehr schön und da glaube ich, hier bei ihr spielt jetzt die Schüchternheit doch eine große Rolle. Ne? Ja. So. Na gut, aber die anderen. Ich glaube, man muss aber auf jeden Fall versuchen, denn das ist eine Stimme, die. Denke ich auch. Wenn sie da reinkommt, dann könnten wir von der noch eine Menge haben. Ja. Mhm. Und vielleicht sollten wir hier noch mal ein Fragezeichen dran machen. Ja. Und die anderen beiden Vorklasse. Okay. Okay. Gut. Es melden sich in jedem Jahr zwischen 60 und 70 Mädchen, die vorsingen. Und in diesem Jahr haben wir 25 Mädchen aufgenommen. Prima. Das war's schon für heute. Jetzt kannst du deinen Sonntag noch mal richtig genießen. Was machst du jetzt noch? Ich gehe erstmal nach Hause. Ah ja, das ist eine gute Idee. Tschüss. Tschüss. Und Anja? Ja.
Ach doch, doch, die singen wir da. Ja, klar singen wir, sonst warum hätten wir es geprobt? Habt ihr auch komm, bitte das nicht. Könnte auch. Dann habe ich jetzt alles. Ich würde euch bitten, wenn wir jetzt die Aufstellung machen, ne, dass ihr möglichst schnell, damit wir nicht so viel Zeit verlieren, die Aufstellung machen. Und dass ihr sie so macht, dass die erfahrenen Leute vorne, nicht nach klein und groß oder so. Ne? Man kann, glaube ich, sagen, dass der Chor weltweit anerkannt ist, eingeladen wird zu Konzerten und auch eine ganz besondere Qualität des Klanges hat. Hallo? Also ihr geht rein und bleibt auch dann stehen bitte und dann kommt die Begrüßung. Ja? Und seid bitte sehr freundlich, ne? So. So wie jetzt. Ich versuche natürlich, diese individuellen Stimmen möglichst homogen zu einem Gesamtchorklang zu formen, ohne dass so ein uniformer Klang wird, weil das möchte ich auf keinen Fall. Also die sollen ihre individuelle Stimmveranlagung unbedingt leben können und auch weiterentwickeln können. Deshalb nehme ich manchmal dann auch in Kauf, wenn es nicht ganz so homogen klingt. Aber da sollen ja auch, wenn möglich, Musiker und Sänger herauswachsen.
muss weg aus den Augen, ganz schnell. Wir sind alle wach, auch die, die nicht gut geschlafen haben, sind wach, okay? Da, und Text und wach. Eins, A. Ja, du bist. Du bist's noch mit Öffnung am Schluss. Eins. Immer Musik machen, ja? Euer erstes Süße ist viel besser als das zweite. Da lässt ihr es los beim A. Ja? Noch einmal. Eins. Nach so vielen Jahren der Leitung eines Chores muss man sich natürlich um die Nachfolge kümmern. Und im Jahre 2013 habe ich dann meinen jungen Schweizer Kollegen Andreas Felber kennengelernt und habe ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, eines Tages den Mädchenchor Hannover in meiner Nachfolge zu übernehmen. Das hat er mit Freuden bejaht und ich bin sehr glücklich, einen so kompetenten Nachfolger gefunden zu haben. Darf ich das einmal nur Sopran hören? Sopran 1 auf A. 1 und 2. Ja, aber das ist auch das Gleiche. Nicht wa, sondern wa. Schon offen, hinter dem W. 1, 2. Ja, und bis zu lafta. Auch da. Ha? Aber das, euer F oben ist immer zu, ne? Das sagt ihr ja oft andauernd. Euer F ist zu, aber das F muss offen sein, okay? Lass uns doch mal. So was müsst ihr denken. Machen wir noch mal ein langes F. Schon wie bei W, was wir gemacht haben beim Einsingen. Ist genau gleich bei F. Oh. Also ich finde es eigentlich ganz cool, dass wir jetzt zwei Chorleiter haben, weil es so auch ein bisschen abwechslungsreicher ist. Und die haben auch beide, finde ich, schon eine unterschiedliche Art, an die Stücke ranzugehen, wenn man die neu lernt. Und das ist so insgesamt ein bisschen abwechslungsreicher. Aber man musste sich auch an die Dirigierweise gewöhnen. Also Herr Felber dirigiert sehr anders als Frau Schröfel. Und wir sind ja jetzt super gewöhnt an Frau Schröfel. Und deswegen war es also für mich zumindest am Anfang ein bisschen schwer, mich daran zu gewöhnen. Aber jetzt geht es total und jetzt macht es auch wirklich Spaß. Mit beiden macht es sowieso Spaß zu arbeiten. Und man sieht auch, wie Herr Felber von Probe zu Probe noch mehr Erfahrung bekommt und lernt oder keine Ahnung. Genau, oder wir lernen auch von ihm. Sich an uns gewöhnt auch. Genau, also wir gewöhnen uns gegenseitig. Aneinander. Aneinander, meine ich ja. Wir ergänzen uns. Genau. Man sieht das auch, oder man hört das auch von diesem Chor, dass da einfach Begeisterung fürs Singen da ist. Und das mag ich unheimlich. Und deswegen freue ich mich einfach, mit einem solch qualitativ hochstehenden Chor in diesem Alter zu arbeiten, ist ein Geschenk. Das sind jetzt 6 bis 8 Mädchen, die jetzt aufhören werden. Und das ist besonders traurig. Also Sie haben ja gerade gestern gesagt, dass es wirklich ganz schlimm wäre, diesen Abschnitt Ihres Lebens zu beenden. Und den werden Sie nie vergessen. Und das ist ja, was man sich auch wünscht, dass Sie es nie vergessen. Man kann das gar nicht so in Worte fassen, weil das einfach so ein großer Teil ist. Und es gehört einfach schon dazu, dass man mindestens 2-mal die Woche hingeht und man denkt gar nicht mehr drüber nach. Und man trifft seine Freunde und macht einfach zusammen Musik. Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, finde ich. Also
Ja, ohne geht nicht, beziehungsweise jetzt auf jeden Fall noch nicht. Ja. Ich finde auch, wenn wir jetzt hier so drüber sprechen, wird einem das irgendwie nochmal so bewusst, was man eigentlich alles so erlebt hat. Und ja, also natürlich versucht man irgendwie die Tage noch so zu genießen, aber es ist halt schon schwierig und manchmal in den Proben hat man dann schon so Momente, wo man so realisiert, okay, es ist jetzt echt eine der letzten Proben und dann ist es schon, dass man mal schlucken muss, aber ja, trotzdem ich persönlich versuche noch auf jeden Fall so alles mitzunehmen, was ich kriegen kann und so die letzten Tage jetzt nochmal richtig zu genießen. So. Ja, nach dem Abschlussabend versammeln sich grundsätzlich alle, das ist eine schöne Tradition, auf dem Innenhof und wir singen, also davor gehen wir einmal durchs Kloster, alle an Händen und singen Gute Nacht, Gute Ruhe, das ist so ein Schlaflied eigentlich. Und dann auf dem Hof fangen dann alle an zu weinen. Evita? Hast du Evita gesucht? Nee, ich habe Evita gesucht. Ach so, super. Ich war bei dem Sie werden natürlich die Musik ihr Leben lang weiter pflegen und der Höhepunkt wird natürlich immer bleiben, die Reisen im Jahr, die in europäische und außereuropäische Länder gehen und die werden Sie natürlich als etwas ganz Besonderes in Ihrem Leben behalten. Ich hab's wieder vergessen. Nikolai, was heißt guten Tag? Auf Japanisch. Konnichiwa. Konnichiwa, ja, okay. Hä, wo ist Bibi und Tina? Nein, die gibt es hier. Meine Damen und Herren, nun zum Start. Stellen Sie jetzt bitte Ihre Rückenlehnen senkrecht, klappen Sie die Tische zurück und öffnen Sie die Sonne. Wir können gleich loslegen. Ich fühle mich wie Superman. Willkommen in Japan und mein Name ist Aota, Junko Aota. Ich bin Dolmetscherin und auch Musikerin. Ich spiele Querflöte. Und wir fahren jetzt circa 2 Stunden und halb nach Hikone City. Da gibt es ein Schloss. Da gucken wir und auch da essen wir was, Mittagessen. Danach fahren wir nach Hamamatsu. Das Dampfende, was ihr vor euch habt, das ist Ei und oben drauf ist Aal, Wappenaal. Der Stano-Dan Omi-Buta, Omi-Brando-Pok. Und unter dem Ei habt ihr gedämpftes Schweinefleisch. Das andere, das sind kleine eingelegte Fische. Isst man mit Reis, schmeckt sehr gut. Guten Abend, Herr. Ja, danke. Danke. Thank you.
Sucht euch das aus, was euch gefällt. Elegant und wie so eine Prinzessin, wenn man eingekleidet wird. Hatte ich auch noch nie. Ja. Ob sich so Frühlingsfreund anfühlen? Ja, sehr. Thank you very much. Oder so ein Panoramabild. Wenn ihr fertig seid mit der Zugabe, dann kommen die dazu, ja. Zwischen euch. Thank you.
Mein Name ist Felber. Andreas Felber. Grüezi. Ja, wenn Sie bis jetzt noch nicht wissen, wer ich bin, dann kann ich Ihnen auch nicht weiter. Hier sind Ihre Aufgaben und der Vertrag. Einfach alles schnell durch, wir sind gleich auswendig lernen und dann da unten. Mm-hmm.